Ja, hallo erstmal wieder. Krio, Krio, wieder hier. Und ihr seht schon, ich habe mein Happy Hugs T-Shirt an. Und das heißt, ich werde gleich wieder Menschen umarmen. Und das soll aber jetzt nicht unbedingt das Hauptthema dieses Videos sein, sondern Berührung überhaupt. Und ja, scheinbar ist Berührung für uns Menschen etwas sehr, sehr Wichtiges. Das heißt, dass wir ja in irgendeiner Form ja, mit dieser Welt in Kontakt kommen, mit uns in Kontakt kommen. Ja? Berührung austauschen ist eine wunderbare Sache. Deshalb habe ich ja zum Beispiel auch Kuschelpartys im Angebot für Menschen, die eben ja, vielleicht derzeit keinen Menschen haben, mit dem sie Berührung austauschen können. Aber auch Paare, die ja, in irgendeiner Form es verlernt haben, dass es wichtig ist, Berührung auszutauschen. Und ich fange eigentlich immer bei dem Allerwichtigsten an, nämlich mich selber zu berühren. Ja? Und ja, das sollte vielleicht eine Möglichkeit sein für euch oder kann eine Möglichkeit sein, ja, wirklich gut in den Tag zu starten. Ja? Neben dem, was ich ja immer propagiere, die Spiegelarbeit, das heißt, wenn ihr euch so morgens früh ins Badezimmer schleppt und da so halb verschlafen in den Spiegel schaut, dann seht ihr da irgendwie was, aber naja, so ganz definieren könnt ihr das nicht. Und ja, die oder denjenigen dann mal zu grüßen und zu sagen, ah, hallo, schön, ja, und ihm ein Lächeln zu schenken, ja, das definitiv empfehle ich wirklich, wirklich. Und ja, wirklich für jeden. Das spricht, ist also, glaube ich, nicht im Gegensatz zu dem, dass jeder Mensch einzigartig ist. Es wird aber trotz allem, dass jeder einzigartig ist, immer wieder Dinge geben, die ja wirklich allen Menschen in irgendeiner Form helfen können. Naja gut, dem einen mehr, dem anderen weniger. Ja? Und dann muss er natürlich selber für sich schauen, was er oder sie am besten kann. Und ja, vielleicht kann es helfen, eine Berührung sich selber zu geben. Ja? Wir machen das teilweise instinktiv, dass wir vielleicht die Arme verschränken. Ja? Man sagt so eine Art Schutzgeste, aber einfach auch wirklich, um zu fühlen, ja, die Hände reiben aneinander, ja, um Wärme zu erzeugen, ja, also ganz tolle Geschichte, gerade so jetzt, wenn die Winterzeit, ich zeichne das gerade im September auf, hier wieder vor der Tür steht, ja, dann merkt man schon wieder die Kälte, die reinkriecht in die Wohnung, ja, oder besonders wenn man dann rausgeht. Das Wetter ist vielleicht gerade noch schön, die Sonne scheint, aber doch schon sehr, sehr kühl und kalt. Und von daher fröstelt man dann so ein bisschen und reibt sich die Haut, ja. Und vielleicht das einfach mal ein wenig, ein Ticken langsamer machen, ja, und mal wirklich spüren, spüren, was das macht. Ja? Wenn ich langsam meine Hand über den anderen Arm führe, ja? Was das für einen Unterschied macht, als wenn ich so ganz schnell rubbel. Ja? Ja, einfach mal die unterschiedlichen Geschwindigkeiten ausprobieren. Mal an einer Stelle verweilen und dann vielleicht auch mal das Gesicht in die Hand nehmen, die Hände sanft in das Gesicht führen,
so ganz sanft streicheln oder vielleicht auch ein bisschen massieren, ja, sich selber massieren. Ja, ja. Das ist eine der Routinen, die ich eben für jeden täglich empfehle. Und ja, vielleicht probiert es ihr einfach aus und denkt immer dran, 3x3 mal solltet ihr das mindestens machen, damit ihr einfach den Unterschied spüren könnt. Okay, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss.